Let's pray, and then I'll give you what I have. Lasst uns beten und dann werde ich euch geben, was ich habe. Father, we receive what you have said to us. Vater, wir empfangen das, wir nehmen es an, was du zu uns gesagt hast. We don't take light when you speak to us with prophetic utterances. Und wir gehen nicht lässig damit um und nehmen es auf die leichte Schulter, wenn du durch Eingebung des Heiligen Geistes ein prophetisches Wort zu uns sprichst. You encourage, you edify, wo du ermutigst und auferbaust. You build up, wo du zurüstest und aufbaust. Father, we've ministered unto you with our hearts today. Vater, wir haben dir heute von Herzen dir gedient. With praise and with worship. In unserem Lobpreis und in unserer Anbetung. We've prayed, wir haben gebetet. And your glory. Und deine Herrlichkeit has filled us and filled the atmosphere of this place today. Hat uns und diese Atmosphäre hier an diesem Ort heute erfüllt. Holy Spirit, Heiliger Geist, you're always welcome. Du bist immer willkommen, to move. Dich zu bewegen. And we never want to quench you. Und wir wollen dich niemals betrüben. We want to bring forth the Father's word as you teach. Und wir wollen immer das Wort des Vaters hervorbringen, so wie du lehrst. And give place for signs and wonders to follow. Und wir wollen Raum geben für Zeichen und Wunder, die dem Wort folgen. Father, Vater, I pray right now, ich bete jetzt, that you bring forth, dass du hervorbringst the message, diese Botschaft, that you have for each person here in this building, die du für jeden Einzelnen hier hast, der in diesem Gebäude ist, each person that's with us online, für jede Person, die jetzt mit uns online verbunden ist, and those that will watch or hear later, und auch für die, die diese Botschaft später hören oder sehen werden. Minister to us. Diene uns jetzt in dem Namen Jesus. Beten wir und glauben wir. Amen. Amen. Faith comes by hearing. Der Glaube kommt vom Hören and hearing the word. Und vom Hören und Hören und Hören des Wortes. It's important, es ist wichtig, that you constantly fill yourself with the word of God. Dass du dich selbst konstant mit dem Wort Gottes füllst. Because it's the word of God that keeps the switch of faith on. Denn es ist Gottes Wort, was den Glaubensschalter auf Einstellung behält. There's a lot of information out there. Es ist viel Information da draußen. Information through the newspaper. Informationen durch die Zeitungen verbreitet. Through the radio, through the television. Durchs Radio, durchs Fernsehen. You talk to people. Wenn man mit Menschen redet. There's a lot of people that are scared. Viele, viele Menschen sind wirklich sehr, sehr furchtsam. They're afraid. Sie haben Angst. And in the world, things are not done. Und in der Welt sind die Dinge noch nicht fertig. And it's important that you don't go to sleep to that. Und es ist auch wichtig, dass ihr demgegenüber nicht schläfrig werdet. That you keep your resistance up. Dass ihr euren Widerstand weiter aufrecht haltet. And that you keep your switch of faith on. Und dass ihr weiter euren Glaubensschalter angeschalten behaltet. If the only thing that you do is fill yourself up with the information that comes from the world. Denn wenn das einzige, was du tust, das ist, dass du dich füllst mit Informationen, die aus der Welt auf dich einströmen. This is what you become. Dann ist es auch das, was du wirst. Just like the people out there that are running scared. Genauso wie die Leute da draußen, die aufgeschreckt durch die Gegend rennen. It's not that we don't know what's going on. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, was los ist. It's not that we stick our head in the sand and es ist nicht so, like there is nothing going on. Dass wir unseren Kopf in den Sand stecken und so tun, als wenn nichts los wäre. But don't make that your focus. Aber macht all das Zeug nicht zu eurem Fokus. The word and God and trusting him is your focus. Das Wort Gottes, Gott selbst und dein Vertrauen auf ihn in seinem Wort, das ist dein Fokus. And this is how we grow. Und so wachsen wir. Everybody needs to learn how to handle situations with the word of God. Jeder Einzelne muss lernen, mit dem Wort Gottes verschiedene Situationen auch handeln zu können. So if you just ignore it, you won't learn. Wenn du also alles nur ignorierst, wirst du nichts lernen. Aber wenn du Dinge wirklich anschaust und erkennst und dann Gottes Wort nimmst
und lernst, das zu überwinden. Denn versteht ihr, die Bibel selbst ist ja auch voller Probleme. It's full of people that had problems. Voller Menschen, die Probleme hatten. It tells us who the devil is, what the devil does. Und die Bibel sagt uns ja auch ganz klar, wer der Teufel ist und was er macht. But the Bible is full of the answers. Aber die Bibel ist auch voll mit den Antworten darauf. And it tells us how great Jesus is. Und die Bibel sagt uns, wie gewaltig Jesus ist. And how powerful the word is. Und wie kraftvoll das Wort ist. You understand? Versteht ihr? So it's important. Es ist also wichtig. Church, to keep yourself full of the word of God. Gemeinde, es ist wichtig, dass du dich selbst voll mit dem Wort hältst. And that causes the switch of faith to stay on. Und das hält den Glaubensschalter auch wirklich gedrückt. Because the church, weil die Gemeinde, sollte wirklich ein Stabilisator sein. The world should be able to look at us and say, hey, how come these guys are doing so good? Die Welt sollte auf uns schauen und ins Grübeln und Fragen kommen und sich die Frage stellen, wie kommt's, dass denen es so gut geht. Es gibt alle möglichen Probleme da draußen, aber sie beugen sich dem allen nicht. Sie sind immer noch fröhlich und haben Freude. Sie sind nicht frustriert, sondern leben in der Liebe. Sie vertrauen. Vertrauen denn in was? Nicht der Regierung. Not the situations, nicht in Situationen. Not whether something is up or down, nicht etwas, ob es jetzt oben auf ist oder unten drunter. But we're always trusting God. Wir vertrauen immer Gott. There's nothing that has come into this world that shocked him. Es gibt nichts, was diese Welt betrifft, was hierher gekommen ist, was ihn jemals geschockt hätte. He knew all of this was coming. Denn er wusste über alles Bescheid, dass es passieren wird. He knows about all those people that want to go a different direction than his plan. Er erkannte alle Leute, die in verschiedene Richtungen gehen wollten und nicht in seinem Plan unterwegs sein wollten. But he knows, aber er weiß, that he has provided a way, dass er einen Weg bereitet hat for everybody to win. Für jeden Einzelnen, dass er gewinnen kann. So I'm looking at a bunch of winners. Also schaue ich mir hier eine Gruppe von Gewinnern an. Tell your neighbor, hello, winner. Sag mal deinem Nachbarn, hallo, du Gewinner. Remember what we learned Wednesday night? Erinnert euch an das, was wir Mittwochabend gelernt haben? About being faithful and about overcoming, and the word says that the morning star comes to them. Wo es darum ging, dass wir treu sind, dass wir Überwinder sind und dass der Morgenstern anbrechen wird. Our life is full of morning stars. Unser Leben ist voller solcher Morgensterne. The morning star represents breakthroughs for day to come. Der Morgenstern repräsentiert Durchbrüche auf den Tag hin oder auf die Tage hin, die kommen. So I got great news. Your life is full of testimonies, not moanies. Ich habe also eine gute Nachricht für euch. Euer Leben ist voll mit Zeugnissen, oder im Englischen ist ein schönes Wortspiel, Testimonies. And this is why if you're in the middle of a situation, you can keep your joy because you know some way God's going to work this thing out. Und genau das ist auch der Grund dafür, dass du mittendrin in egal welchen Situationen deine Freude aufrechterhalten kannst, weil Zeugnisse im Schlepptau hängen. You don't know how? Du weißt nicht wie? But you know he's going to work it out. Aber du weißt eins ganz sicher, dass er es gut ausarbeiten wird. And in some way you're going to come out with a testimony. You're going to come out with a victory. Und auf eine oder andere Art und Weise wirst du mit einem Zeugnis und einem Sieg daraus hervorgehen. Habt ihr mal drüber nachgedacht? Selbst wenn jemand stirbt, der ein Christ ist, haben sie trotzdem gewonnen. Sie gewinnen deshalb, weil sie Christus angenommen haben. Und wenn sie im Himmel sind, fühlen sie sich kein bisschen schlecht. Das bedeutet aber nicht, dass wir vorzeitig hier abreißen. Also sag mal deinem Nachbarn, wag es ja nicht, vorzeitig hier rauszugehen. Sag mal deinem Nachbarn, ich brauche dich, dass du hier noch eine ganze Weile bleibst, dass wir zusammen die Arbeit stemmen, die Gott noch hat für uns.
Amen. Amen. You can open your Bible. Ihr könnt eure Bibel aufschlagen. To the book of Revelations. Und zwar im Buch der Offenbarung. Oh, we've got some powerful things to get into today. Wir haben Kraftvolles, in das wir heute reingehen. If you've not been with us in our teaching on the church is essential. Wenn ihr nicht dabei gewesen seid bis jetzt in dieser Lehrserie über die Gemeinde, die lebensnotwendig ist, da ist sehr viel vorausgehende Lehre, die hinführt und leitet auf das, was heute kommt. Und als Gott mir all das gegeben hat, sagte er, da werden sehr viele Antworten kommen, für und bezüglich der Gemeinde, um durchzugehen durch die gegenwärtige weltweite Situation. Erinnert euch, vor ein paar Monaten haben wir eine Serie gemacht mit dem Titel Fürchte dich nicht. Und wir haben sehr viel Zeit da reingesteckt. Und dann über Endzeiten. Und erinnert euch diesbezüglich, dass wir eine gesamte Serie über das Buch Daniel gemacht haben. Every night for several weeks, two sessions a night, over 100 messages. Jeden Abend eine Botschaft, manchmal auch zwei, und das sind über 100 Botschaften insgesamt geworden und mehrere Wochen hat sich das erstreckt. Eine der tiefsten Lehren, die ich jemals in meinem Leben über dieses Thema Endzeit gemacht habe. It's all available. All das steht zur Verfügung. If you wanna go to eschatology school, take that end time class. On the book of Daniel. Wenn ihr eine Eschatologie-Schule machen wollt, dann nehmt diese Lehrserie über das Buch Daniel. Das ist voll mit Lehre über Endzeit. It'll greatly help you. Es wird euch gewaltig helfen. I mean detailed stuff. Ich meine wirklich Dinge, die bis ins Detail reingehen. And you're not gonna end that series full of fear. Und ihr werdet am Ende dieser Serie mit Sicherheit nicht voller Angst sein. And then the next assignment God gave me is to teach about these seven churches. Und den nächsten Angriff, den der Herr sozusagen gestartet hat, war mit dieser Lehre über die Gemeinden. He said it's going to help the church. Er sagte, es wird der Gemeinde helfen. It's going to help people to understand the value of my local church. Er sagte, es wird den Leuten helfen, den Wert meiner Ortsgemeinden zu erkennen und wertzuschätzen. Because much of what this crisis situation is about is an attack against the church. Denn viel, was mit dieser gegenwärtigen Krise zu tun hat, ist eigentlich eine Angriffsstrategie gegen die Gemeinden. Thank God, Dank sei Gott, that we can meet here. Dass wir uns hier versammeln können. Uganda is still not opened up. In Uganda ist die Situation immer noch nicht gelockert und geöffnet. You understand? Versteht ihr? Yet Tanzania never locked down. Und im krassen Gegensatz dazu hat Tansania kein einziges Mal das Land geschlossen. You know, when you come together, und wisst ihr, wenn man zusammenkommt, you can get a lot of information out. Kann man sehr viel Information rausbringen. There's power. Da ist Kraft in prayer. In Gebet. When you come together, wenn man zusammenkommt. When businesses and corporations come together, wenn Geschäfte und ganze Zusammenschlüsse wirklich sich versammeln. You know, my neighbor, he's very high up it's Chevron or something like that that's in this area. Und mein Nachbar, er ist sozusagen ein hohes Tier in Chevron oder so oder irgendwo in diesem Bereich. And he was telling me right now that they do their meetings over Zoom and Internet and Skype. Und er sagt, dass sie ihre Treffen jetzt über Skype und Zoom und alles Mögliche, was es im Internet so gibt, abhalten. He said even that. Er sagte selbst das. He told me all these businesses are afraid that this virus is going to break out and they're going to be the ones responsible. Er sagte, all diese Geschäfte haben Angst davor, dass der Virus ausbricht und dass sie diejenigen seien, die dafür verantwortlich wären. You understand? There's a plan behind this. Versteht ihr, da steckt ein größerer Plan dahinter. Yet the death certificates, statistics have gone way down. Währenddessen aber die
Todesratenstatistiken in den Keller sinken. But he said, you know how difficult it is to be a corporate manager and have to meet with everybody online? Aber er hat gesagt, weißt du, wie schwierig es ist, ein Manager zu sein und sich mit all diesen verschiedenen Leuten nur online zu treffen? And if you don't know something, you always gotta call somebody up. Und wenn du irgendetwas nicht weißt, dann musst du jedes Mal irgendjemand anrufen. And then if they're not available, where in your when you're in the office, you can go and talk to this person or this person or this person. Und während du aber, wenn du im Büro wärst, von Person zu Person gehen könntest, um Dinge zu erfahren oder in Erfahrung zu bringen und zu klären. It's the same way in the church. Genauso ist es auch in der Gemeinde. You understand? Versteht ihr? But thank God, Dank sei Gott. God has a plan. Gott hat einen Plan. And we go through. Und wir gehen durch. And we pray for Uganda, we pray for these nations. Und wir beten für Uganda und wir beten für die Nationen. These other nations. And we pray that the Nationen. Body of Christ goes forward regardless of the situation and fulfills its commission. Und wir beten auch, dass der Leib Christi aufsteht und vorwärts geht, egal welche Situation gegenwärtig ist, und dass der Leib Christi seinen Auftrag erfüllt. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es mit But euch steht. Time the devil tried to push me down, I came up stronger. Aber jedes Mal, wenn der Teufel es versucht hatte, mich niederzudrücken, bin ich noch stärker daraus hervorgegangen. I said, how dare you try to stop me? Ich sagte, wie konntest du es wagen, mich aufzuhalten? From doing what God told me to do. Mich abzuhalten von dem, was Gott mir gesagt Just hat, was ich tun soll. Determined. All the more determined to go forward. Und so wurde ich nur noch entschlossener, wirklich vorwärts zu gehen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So we're looking at these seven churches. Wir schauen also uns diese sieben Gemeinden an. And today und heute we're going to look at another church. Werden wir uns eine weitere Gemeinde anschauen. This is number five. Das ist jetzt die fünfte Gemeinde. And this is the church that was established in Sardis. Und das ist diese Ortsgemeinde, die in der Stadt Sardis gegründet wurde. It started with Ephesus. Wie gesagt, alles hatte angefangen mit Ephesus. Remember, that was a seaport city. Erinnert euch, das war auch eine Hafenstadt. There was a great church that started there. You read about it in Acts 19. Man kann es in der Apostelgeschichte 19 nachlesen, dass dort eine großartige Gemeinde gestartet hatte. This is in what we know today as Turkey or Turkey. Und das ist in dem Gebiet, was wir heute als die Türkei kennen. Amazing that all these churches were in Turkey. Es ist so erstaunlich eigentlich, dass all diese hier erwähnten Gemeinden in der Türkei waren. And then from Ephesus, und dann von Ephesus there was like a circular road war wie, was traveled. Wie so eine Reiseroutenstraße, die so im Kreis war. Would be like a main autobahn. Wie so eine Ringautobahn, sozusagen. And from Ephesus we went to Smyrna. Von Ephesus aus ging es nach Smyrna. From Smyrna we went to Pergamum. Von Smyrna ging es nach Pergamus. From Pergamus we went to Thyatira. Von Pergamus sind wir dann nach Thyatira weitergegangen. And we saw things in each one of these churches. Und wir haben Dinge gesehen bei jeder einzelnen dieser Gemeinden. Where mistakes were made. Wo Fehler gemacht wurden. But at the same time, what Jesus complimented. Aber zur gleichen Zeit auch, was Jesus als Kompliment austeilte. We find out that Jesus is the church inspector. Wir haben herausgefunden, dass Jesus der Gemeindeuntersucher ist. And that's what he's doing here. He's giving report cards to all the churches. Und das ist es, was er hier auch tut. Er hält sozusagen all den Gemeinden den Spiegel vor Augen. How many of you remember going to school and getting report cards? Wie viele von euch erinnern sich noch an die Zeit, wo sie in die Schule gingen oder wo ihr in die Schule gegangen seid? Well, und dann, that's what these chapters are. They are report cards. Und dann so diese Berichte kamen oder diese Karten ausgeteilt wurden, wo der Zwischenstand angezeigt wurde. Und genau das ist, was auch hier passiert. Hier werden sozusagen Zwischenzeugnisse verteilt. Let's begin in verse 1. Lasst uns in Vers 1 anfangen. And unto the angel. Und dem Engel. Anybody know what that is? Weiß irgendjemand, was you ought to das know hier by meint? Now.
Mittlerweile solltet ihr wissen, Messenger or Pastor. Was es bedeutet, um wen es hier geht. Es ist ein Botschafter oder besser gesagt der Pastor. John was on the Isle of Patmos. Während Johannes auf der Insel Patmos war. He was there because he refused to offer incense to idols. Und der Grund dafür, warum er auf der Insel Patmos war, war der, dass er sich weigerte, den Götzen und Gottheiten Weihrauch zu opfern. And while he was there, Jesus appeared to him in a vision. Und während er dort war, ist ihm Jesus in einer Vision erschienen. And he said, write these things down, pass them on to the pastors of these churches. Und er sagte, schreib alles, was du siehst und was ich dir zeige, auf und gib das als Botschaft weiter an diese verschiedenen Pastoren. And Jesus called the churches candlesticks, golden candlesticks. Und darin nannte Jesus diese Ortsgemeinden goldene Leuchter. He called the pastors stars. Und er nannte die Pastoren Sterne. And we learned about that in the beginning of the series. Und das haben wir gelernt am Anfang dieser Serie. So it says, and unto the angel or the pastor of the church in Sardis write. Und dann heißt es also hier im Vers 1, Kapitel 3, und dem Engel oder dem Pastor der Gemeinde in Sardes schreibe, these things saith he that hath the seven spirits of God. Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes hat. If you go back to the book of Isaiah, it talks about the seven spirits of God in reference to the candlestick. Und wenn ihr zurückgeht in das Buch Jesaja, da kann man sehen, dass hier bezüglich dieser sieben Geister Gottes der Querverweis ist auch auf diesen goldenen Leuchter. Referring to what is in the candlestick or the Holy Spirit. Und bezogen auch, was in diesem goldenen Leuchter dargestellt war, und der Bezug auf den Heiligen Geist ist und was in ihm steckt. Spirit of wisdom. Der Geist der Weisheit, Spirit of counsel, Spirit of understanding, Spirit of might, der Geist des Verständnisses, der Ratgebung und der Macht, Spirit of the fear of the Lord, der Geist der Furcht des Herrn, attributes of the Holy Spirit, eben all diese Eigenschaften des Heiligen Geistes. And the seven stars or seven pastors, each one of these churches had pastors. Und die sieben Sterne, also jede dieser Gemeinden hatte auch einen Pastor, also waren es diese sieben Gemeindepastoren, die als die Sterne bezeichnet werden. I know thy works. Ich kenne deine Werke. Again, we've seen this in all the other places, haven't we? Und nochmals, wir haben das schon gesehen und auch an all den anderen Orten. Referring to Jesus being the church inspector, he's watching to see what's going on in the local church. Das hier bezieht sich alles auf Jesus, der als der Gemeindeinspektor sich angeschaut hat, was los war in den verschiedenen Gemeinden. The Bible says that he manifests himself among the candlesticks. Und die Bibel sagt, dass er sich selbst manifestiert mittendrin in diesem goldenen Leuchter. So he's here today. How are you doing? Also er ist auch heute hier und schaut sich das an, wie es um uns steht. He's with us today. Er ist heute auch mit uns. He's not here to take notes. I don't need to teach him anything. Er ist nicht hier, um irgendwelche Notizen sich zu machen, denn ich bin nicht hier, um ihm irgendwas beizubringen. Wenn er in der Gemeinde ist, dann deswegen, weil er sich anschauen will, wie es um seine Gemeinde steht. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Be watchful and strengthen the things which remain. Werde wach und stärke das Übrige, that are ready to die. Das im Begriff steht zu sterben. So he says there are things that need to stay in this church in Sardis and there are things that just need to die. Er sagte also, es gibt Dinge in der Gemeinde von Sardes, die bleiben müssen, und es gibt Dinge, die sterben müssen. Sometimes things have to stay and sometimes things have to go. Manchmal müssen Dinge bleiben und manchmal müssen Dinge auch gehen. And that's what Jesus was saying to this church. Und das ist es, was Jesus dieser Gemeinde sagte. You understand? We're gonna look at that. Versteht ihr? Wir werden uns das anschauen. For I have not found thy works perfect before God. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Jesus wanted this church to fine-tune. Also Jesus wollte diese Gemeinde sozusagen fein einstellen. Sometimes churches need to evaluate, they need to fine-tune. Manchmal müssen Gemeinden neu den Wert erkunden und Feineinstellungen vornehmen. Very important for pastors to evaluate.
Sehr, sehr wichtig für Pastoren, alles mal sich im Überblick zu betrachten. To fine-tune, what needs to stay, what needs to go. Und wirklich Feineinstellungen vorzunehmen und klar sich anzuschauen, was ist es, was bewahrt bleiben muss und was ist es, was entfernt werden muss. Remember, therefore, how thou hast received and heard, and hold fast and repent. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. If therefore thou shalt not watch, wenn du nur nicht wachst, I'll come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come unto thee. So werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments, and they will walk with me in white. Und du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. What would that be? Was wäre das? Has to do with walking in the Spirit, walking in righteousness. Das hat zu tun mit dem Wandel im Geist, im Wandel in der Gerechtigkeit. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith, notice, unto the churches. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist, und jetzt passt auf, den Gemeinden sagt. So this is not just the church in Sardis, this is the churches, plural. Das heißt also offensichtlich, dass nicht nur die Gemeinde in Sardis gemeint war, sondern dass diese Botschaft Gemeinden erreichen soll. So if Jesus said this to the churches then, Jesus says this to the churches today. Und das heißt für uns, dass wenn Jesus das damals den Gemeinden sagte, dann sagt er es auch heute den Gemeinden hier und jetzt. That's why we're studying this. That's why we're learning. Und genau deshalb studieren wir das Ganze ja auch und lernen. It's helping us, isn't it? Es hilft uns doch, oder? All right. Okay. I want to give you some very interesting information about the city of Sardis. Ich möchte euch ein paar äußerst interessante Informationen bezüglich der Stadt Sardis geben. We don't know, first of all, who brought the gospel to Sardis. Zunächst einmal wissen wir nicht, wer das Evangelium nach Sardis gebracht hatte. It could have come out of Ephesus. Es hätte aus Ephesus kommen können. Maybe later on Philadelphia. Vielleicht später auch Philadelphia. We don't know for sure who brought the gospel, but we do know that there was a church there. Wir wissen nicht ganz genau, wer es wirklich war, der es zuerst nach Sardis brachte. Wir wissen aber eins, dass durch das Evangelium in dieser Stadt eine Gemeinde gegründet wurde. These were big churches. Und das waren große Gemeinden. These were powerful churches, all of them in their beginnings. Kraftvolle Gemeinden, alle von ihnen waren anfänglich richtig starke Gemeinden. The city of Sardis in itself, und die Stadt Sardis selbst, was like the others a very degenerate, sinful city. War so wie die anderen auch eine sehr degenerierte, sündenerfüllte Stadt. Idol worship, wo Götzenanbetung war. Idolatry, wo ja Götzendienst war. All the things that we've talked about were involved in this city. All diese Dinge, über die wir gesprochen haben, waren in dieser Stadt. Immorality. Unmoral jeglicher Form. It actually came to the point that homosexuality was very prominent in the city. Es erreichte den Punkt, dass Homosexualität sehr prominent geworden war in dieser Stadt. And the Bible actually says that the men in the city became soft. Und die Bibel sagt auch, oder es wird berichtet, dass die Männer in dieser Stadt weich geworden sind. What happened was the men lost their masculinity and became feminine. Was bedeutet, dass die Männer ihre Männlichkeit verloren hatten und weiblich wurden? You know, men need to be men and women need to be women. Aber wisst ihr eins? Männer sollten Männer sein und Frauen sollten Frauen sein. And the devil's always trying to change these roles. Und der Teufel versucht immer, diese Rollen durcheinander zu bringen. Ladies, you be ladies and men, you be men. Ihr Damen, seid Damen und ihr Männer, seid Männer.
There's a place for both of us. Es gibt einen Platz für beide von uns. And it's strange when women try to become men and men try to become women. That's strange. Es ist komisch, wenn Frauen versuchen, Männer zu werden und wenn Männer versuchen, Frauen zu werden. Das ist echt komisch. That's what happened in Sardis. Aber genau das ist in Sardis passiert. And homosexuality was a very big part of this city. Und Homosexualität war weit verbreitet in dieser Stadt. It was said that Solomon visited the city. Und es wird berichtet, dass Salomon diese Stadt besuchte. Sardis was a very, very wealthy city. Und Sardis war aber eine richtig, richtig, richtig wohlständige Stadt. And by the time that Solomon visited the city, he was shocked. Und bis zu der Zeit, wo dann Salomo die Stadt besuchte, war er geschockt. Of how a city that was so successful could stoop so low. Wie es sein konnte, dass eine einst so erfolgreiche und blühende Stadt niederfallen konnte und so ja abgestürzt ist. Romans 5:1 says, where sin abounds, grace doth much more abound. Römerbrief Kapitel 5 Vers 1, da heißt es, wo die Sünde die Oberhand gewonnen hat, ist die Gnade noch um so viel mächtiger geworden. So that would be one reason that God would send Christians to that city. Das war also einer der Gründe dafür, warum Gott christliche Glaubende in diese Stadt schickte. He loves the people. Denn Gott liebt die Menschen. Even in their degenerate sin, he loves them. He wants to give them a chance. Selbst in ihrer widerwärtigen, degenerierten, sündigen Zuständen, er liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde. Sardis was the capital of the Lydian kingdom. Und Sardis war die Hauptstadt des the Lydian kingdom. Des lydischen Königreichs. Mm-hmm, that's right. Okay. There was a king there. Und dort war ein König. By the name of King Croesus. Der hieß König Croesus. Anybody ever heard of that name? Hat irgendjemand von euch schon mal diesen Namen gehört? Very rich king. Ein sehr, sehr, ein äußerst reicher König. In fact, when he was the king, he was the richest king in the entire world. Maybe the richest king ever, I don't know. Tatsächlich, als er auf seinem Höhepunkt seiner Königsherrschaft ankam, war er der reichste König damals auf der Welt und vielleicht war er sogar der reichste König, der jemals auf der Erde war. This city, diese Stadt, had a lot of gold. Hatte sehr viel Gold. And even in the location today where the city was, there is a gold mine. Und selbst dort, wo diese Stadt damals war, ist in dieser Gegend heute noch eine Goldmine. The city is also identified with a king by the name of Midas. Diese Stadt wird auch verbunden mit einem König, der den Namen Midas hat. Have you ever heard of King Midas? Hat jemand von euch schon mal von König Midas gehört? Or have you heard of the Midas touch? Oder habt ihr schon mal gehört von dem, was die Midas-Berührung genannt wird? Actually, Brother Hagen has a book on finances. It's called The Midas Touch in English. Es gibt ein englisches Buch, was Bruder Hagen geschrieben hat, bezüglich Finanzlehre, und das hat den Titel Der Midas Touch. It's a great book. I encourage it. Es ist ein großartiges Buch. Ich ermutige euch, es zu lesen. Es ist auf Englisch geschrieben. I think it's in German too. Vielleicht gibt es auch in Deutsch. The legend about this king. Und es gibt eine Legende, die von diesem König sagt. Was that he went to a temple, dass er in einen Tempel ging, and he prayed and he asked the God to bless him. Und er betete dort zu einer Gottheit und bat darum, dass er gesegnet würde. And so he got so-called blessed. Und dann ist er sozusagen sowas wie gesegnet worden. It was said that everything he touched turned to gold. Und es wurde über ihn gesagt, dass alles, was er dann berührte, sich in Gold verwandelte. Touch your bed. Er berührte sein Bett. Turns to gold. Es hat sich in Gold verwandelt. Touch your chariot.
Er hat seinen Wagen angerührt und hat sich in Gold verwandelt. Touch your horse. Er hat sein Pferd angerührt. Turns to gold. Hat sich auch in Gold verwandelt. Touch your translator. Bis Übersetzer angerührt. Turns to gold. Hat sich in Gold verwandelt. Touch your food. Hat das Essen angerührt. It turns to gold. Hat sich in Gold verwandelt. Touch your glass that you're going to drink out of. It all turns to gold. Das Glas, aus dem man trinkt, hat sich alles in Gold verwandelt. Then it said that he touched his daughter. Dann wird gesagt, dass er seine Tochter anrührte. I don't know why it didn't say that he touched his wife. Ich weiß nicht, warum es geheißen hat, dass er seine Frau angerührt hat. But they said that the legend said that when he touched his daughter, she turned to gold. Aber die Legende sagt, dass als er seine Tochter anrührte, dass auch sie sich in Gold verwandelte. And then, und dann he realized, hat er auf einmal erkannt, this is not a blessing. Dass das kein wirklicher Segen ist, this is a curse. Sondern ein Fluch. How can I get this off of me? Und wie kann ich das jetzt wieder loswerden? And so he goes back to one of his gods and so ging er zurück zu einem seiner Gottheiten und brachte ihm Lobpreis. And the information that he got, und die Information, die er dann bekam, was to go to the river Patolis, war, dass er zu dem Fluss Patolis gehen sollte. Dip yourself in the river, und er sollte sich selbst in diesen Fluss eintauchen. And this will come off of you. Und dieser Fluch würde dann von dir weggenommen werden. And so they said he did that. Und so wird gesagt, dass er das machte. But when he did it, aber als er das machte, they said the gold that was on him, da wird gesagt, dass das Gold, das auf ihm war, this ability to produce gold, also diese Fähigkeit, Gold zu produzieren, it began to run down the river. Die ist dann den Fluss entlang gegangen. And it ran down the river to this place called Sardis. Und das ging dann hin bis zu diesem Ort, der eben Sardis that was the legend genannt wurde. About King Midas. Und das war die Legende über König Midas. Now you know as well as I do that didn't happen. Nun, ihr wisst genauso wie ich, dass das nicht wirklich sich so zugetragen hat. But there actually was a King Midas. Aber es gab tatsächlich wirklich einen König, der hieß Midas. Which was also very rich. Der auch sehr reich war. So these two kings are tied or connected to this area. Diese beiden erwähnten Könige sind also verbunden mit dieser Gegend. Well, actually, und tatsächlich, there is a mountain in this region, gibt's einen Berg dort in dieser Gegend. That has an interesting name. Der hat einen interessanten Namen. Let me give it to you. Lasst mich den euch geben. It's the Mount. Let me see where I have it in my notes here. If I can find it, the Mount Timolus or something like that. Berg Timulus oder so ähnlich. Well, I'll tell you when I find it here. Ich sag euch den Namen, wenn ich ihn hier finde. But anyway, there's a mountain by this city, and this whole area is full of gold. Wie auch immer, da war jedenfalls ein Berg bei dieser Stadt und diese ganze Gegend war wirklich voller Gold. And when King Croesus was reigning, und als König Croesus dort die Herrschaft hatte, they found this gold in the river, haben sie dieses Gold im Fluss gefunden. And they would pull it out and it was connected with silver. Und sie haben das rausgeholt und es war verbunden mit Silber. And King Croesus, he was the first one ever to take gold and mint it into coins. Und König Croesus war der erste überhaupt, der Gold genommen hat und Gold dann in Münzform verwandelt hat. So all of these treasures were in this region. All diese Schätze waren also in dieser Gegend. It was a very, very, very wealthy city. Sardes war also eine überaus, ein äußerst reiche Stadt. You understand? Versteht ihr? Because of the wealth of this city, und wegen dem Wohlstand dieser Stadt, they actually built a temple not only to their god called Armatius. Und so haben sie einen Tempel gebaut, nicht nur für deren Gottheit Armatias, to their god, but they also built a temple in Ephesus. Sondern sie haben auch einen Tempel in Ephesus errichtet. All the way back to Ephesus, and they used the wealth to do that.
all den Weg bis dorthin zurück und sie haben den Wohlstand dazu gebraucht, um das zu machen. They built in the city a fortress around it. Und sie haben in dieser Stadt eine Festung außenrum errichtet. And they said that this city was the most powerful protected city in the whole region. No army could penetrate the walls of the city. Und es hieß dann, dass diese Stadt die die am meisten befestigte und am stärksten ausgebaute und mächtigste Stadt war und keine Armee konnte diese Stadt jemals in diese Stadt eindringen. And so the people had all of the wealth. Und so hatte das Volk all den Wohlstand. And the people were full of pride. Und das Volk war voller Stolz. And the people were partying. Und die Leute feierten rund um die And Uhr. The people got weak. Und die Leute wurden schwach. And the people forgot about their foundation. Und das Volk hat das Fundament vergessen. And the people forgot to maintain what they had built. Und das Volk hat vergessen, das auch aufrecht zu erhalten, was sie gebaut hatten. And in the process of time, und über die Zeit gesehen, the land began to move. Hat das Land, also die Geografie, angefangen, sich zu bewegen und zu verändern. And as the land began to move, und so, wo das Land sich bewegte, it produced cracks in the wall. Sind Risse in den Mauern entstanden. How many of you remember Cyrus? Wie viele von euch erinnern sich noch an König Kyros? The Persian? Den Perser? How many of you remember our teaching on the book of Daniel where we talked about Cyrus? Wie viele von euch erinnern sich noch an die Lehre über das Buch Daniel, wo wir auch über Kyros gesprochen haben? And remember that Cyrus was a believer. Und erinnert euch daran, dass Kyros ein Glaubender war. And the Bible says. Und die Bibel sagt, that Cyrus had an anointing on him to rebuild the city of Jerusalem. Erinnert the euch, Temple of Jerusalem. Dass es heißt in der Bibel, dass eine Salbung auf König Kyros war, die der Herr gegeben hatte dafür, dass Jerusalem und der Tempel darin wieder von neuem errichtet werden sollte. Isaiah prophesied about him. Jesaja hat über ihn prophezeit. Go with me to Isaiah 45. Geht mit mir mal in Jesaja 45 rein. Isaiah 45. Jesaja Kapitel 45. Remember that Israel was in captivity in Babylon. Und erinnert euch, dass Israel zur damaligen Zeit in Gefangenschaft in Babylon war. For 70 years. Insgesamt über 70 Jahre. And we saw a lot of things about end times through the book of Daniel. Und wir haben viel bezüglich Endzeiten durch das Buch Daniel sehen können. And we saw that this Cyrus king, wir sahen auch, dass dieser König Kyros, he was a Persian, der ein Perser war. And it says here in verse 1, Isaiah prophesies this, thus saith the Lord to his anointed. Und hier sehen wir im Buch Jesaja, wo der Herr selbst das prophezeien hat lassen, wo es heißt, so spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten. So he was anointed. Er war also gesalbt. Anointed to do what? What was his main purpose? Was denn zu machen? Was war sein Hauptzweck? His main purpose was his connection to Israel, that Israel could go back to their homeland and rebuild. Sein Hauptgrund war die Verbindung mit Israel, dass Israel zurückgehen konnte in ihr Heimatland und die Stadt Jerusalem und den Tempel und das ganze Land wieder aufzurichten. We know that he came in, und wir wissen, dass er reinkam to, the Babylonian kingdom and dethroned a king, in das babylonische Reich und den Babylonier König entthronte and that they reigned over Israel in Babylon for a period of time. Und dass dann sie für eine gewisse Zeit in Babylon über Israel herrschten. So it says, remember Darius was under Cyrus and he was reigning under Cyrus in Babylon. Und dann erinnert euch an König Darius, der unter der Oberherrschaft von König Kyros in Babylon die Herrschaft hatte über Israel.
It says, thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him, and I will loose the loins of kings, to open before him the two left gates, and the gates shall not be shut. Bemerkt hier, wie es hier heißt, so spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. I will go before thee. Ich selbst will vor dir herziehen and make the crooked places straight. Und das Hügelige eben machen. So God's hand was on him to conquer. Gottes Hand war auf ihm, um zu erobern. And he conquered kingdoms that were seriously into idol worship and idolatry and corruption. Und er eroberte Königreiche, die wirklich ganz tief in Korruption, Götzendienst und alle möglichen teuflischen Dinge verstrickt waren. And I will give thee the treasures of darkness. Und ich will dir verborgene Schätze geben. I'm sorry, let's go back to verse 2. I will go before thee and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of brass and cut in sunder the bars of iron. Oder nochmal vollständig Vers 2. Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen, und ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. And I will give thee the treasures of darkness. Und ich will dir verborgene Schätze geben. Oh, wow. Remember the verse in Proverbs 13, 22? Erinnert euch an die Stelle in Sprüche 13, Vers 22, that says, the wealth of the wicked, wo es heißt, dass der Reichtum der Gottlosen is laid up for the just. Aufbewahrt ist für die Gerechten. Come on, church. Kommt schon, Gemeinde! This is a good scripture to stand on right now. Das ist eine gute Schriftstelle, auf die man sich jetzt stellen God's kann. Got a way for us to prosper. Hallelujah. Gott hat seinen Weg für uns, dass wir wohlständig sind. And we are prospering and we're walking in the blessing of God and we're going to keep walking in the blessing of God. Und wir sind in Gelingen und Wohlstand unterwegs und wir werden auch darin weiter vorwärts gehen, in den Segnungen des Herrn und in seinem Wohlstand aufzublühen. Don't you yield to the bad news. Gebt euch ja nicht den schlechten Nachrichten hin. God has ways for every one of you to prosper. Gott hat seine Arten und Weisen und Wege für jeden einzelnen von euch, dass ihr Gelingen und Wohlstand habt. Halleluja! Halleluja! Somebody say something. Sag mal jemand was hier. And hidden riches of secret places. Und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer. That thou mayest know that I, the Lord, damit du erkennst, dass ich der Herr es which bin, call thee by thy name, am the God of Israel, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. So we have Cyrus the Persian and we see his connection with Israel. Wir haben hier also König Kyros den Perser und seine Verbindung mit Israel. He has something to do with Israel, something great that he's going to do for Israel. Hallelujah. Hier ist was bezüglich Israel, er hat was Gewaltiges zu tun im Hinblick auf Israel. Hallelujah. For Jacob my servant's sake and Israel mine elect, I have even called thee by my name. I've called you to do something for Israel. Jakob, meines Knechtes und Israels, meines auserwählten Willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich dazu auserwählt, für Israel was Mächtiges für mich zu tun. I think about our president in America. Und ich denke auch über unseren Präsidenten in Amerika nach. One of the greatest things he has done is establish the capital of Israel in Jerusalem. Eine der gewaltigsten Dinge, Halleluja, die er überhaupt getan hat, war das, dass er die Hauptstadt Israels in Jerusalem ausgerufen hat. I had a crazy Christian write something on Facebook the other day. Und neulich hat ein verrückter Christ was auf Facebook geschrieben. He said, what has President Trump done in his entire career to represent God? Was hat Präsident Trump getan, dass seine ganze Karriere Gott repräsentiert? And I thought, my goodness, what planet are you living on? Und ich dachte mir, meine Güte, auf welchem Planeten lebst du denn? And secondly, I said, stop watching CNN. Und zweitens habe ich ihm gesagt, hör auf, CNN anzuschauen. Communist News Network. CNN, was für kommunistisches Nachrichtennetzwerk steht. That alone.
Das alleine is a humongous step. Ist ein gewaltiger Schritt. You may not like everything he says, but look at what he does. Ihr mögt vielleicht nicht alles, was und wie er etwas sagt, aber schaut euch mal das an, was er tatsächlich getan hat. He's rough, he's tough, he's a New Yorker, I understand it, but we needed somebody to bring the hammer down in America and drain the swamp. Ich weiß, dass er ein bisschen rau ist und zäh ist und kantig ist, aber wir brauchen so einen wie ihn, der ein New Yorker ist, damit dieser Sumpf endlich mal trockengelegt wird und Korruption gestoppt wird. Pull the finances out of the abortion clinics. Hallelujah! Halleluja! Endlich mal jemand, der die Finanzierung der Abtreibungskliniken gestoppt hat. Loaded our nation with Christian conservative judges. Hallelujah! Und der die ganze Nation endlich wieder angefüllt hat mit konservativen Richtern. Has surrounded himself with godly men and women. Und der sich selbst umgeben hat mit göttlichen Ratgebern, Frauen und Männer, die wirklich von Gott sind. You understand, this is not about race, it's about the agenda, it's about the platform. Versteht ihr, hier geht's nicht um Rassen oder Rassismus, sondern um den Plan, die Agenda und alles, was da übergeordnet dahinter steckt. Halleluja! 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 There are some that have compared him to this king. I can see it. Und da ist etwas, und ich kann das sehen, dass Parallelen zu ihm auch verbunden sind mit diesem König Kyros. And I see a comparison with Jezebel too, with somebody else, but I'm not going to get into that today. Und ich sehe auch Vergleiche mit Isabel bei jemanden anderen, aber da werde ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. The name starts with H. And they need the Lord. Der Name fängt mit H an und diese Person braucht den Herrn. Halleluja. Halleluja. You know, if the church doesn't speak up, wisst ihr, wenn die Gemeinde nicht aufsteht und die Stimme erhebt, die Gemeinde muss die Stimme erheben. What does the word of God say about these issues? This is where we speak. Was ist es, was Gottes Wort über verschiedene Dinge sagt, dann ist es genau das, was wir sagen darüber. And then we stand behind the people that represent the moral platform. Und dann stehen wir auch hinter den Leuten, die diese moralische Plattform wirklich hochhalten. That's what we look for. Darauf schauen wir. The people that best support that moral platform. Wir schauen auf die Leute, die am ehesten diese moralische Plattform in Ehren halten und hochhalten. So Cyrus is going to have something to do with Israel. Kyros hat also was zu tun und wird etwas zu tun haben mit Israel. For Jacob my servant's sake and Israel mine elect, I have even called thee by thy name, I have surnamed thee, though thou hast not known me. Um Jakobs meines Knechtes und Israels meines Auserwählten willen habe ich dich bei deinem Namen gerufen und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. I am the Lord and there's none else. There is no God beside me. I girded thee that thou hast not known me. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest. That they may know from the rising of the sun from the west that there is none beside me. I am the Lord and there is none else. Hallelujah. Damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. I formed the light, create darkness. Der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe. And we found out that word create can also mean allow. Und wir haben herausgefunden, dass dieses Wort machen oder schöpfen auch erlauben und zulassen bedeuten kann. I make peace, allow evil. Der ich Frieden gebe und mache und Unheil zulasse. Versteht ihr? God hasn't stopped all the evil in the world. Gott hat nicht all das Übel auf der Welt gestoppt. Hallo. Er hat nicht alles zum Stoppen gebracht. He allowed Adam to sin. Er hat es zugelassen, dass Adam sündigte. Er hat es erlaubt. You understand? Versteht ihr? There may be some things coming yet. Es wird vielleicht auch noch einiges auf uns zukommen. To bring the nation to the knees. Um die Nationen auf die Knie zu bringen. Somebody gotta wake up here. Jemand muss ja mal aufwachen.
When nations don't follow the ways of the Lord, wenn Nationen eben nicht den Wegen des Herrn folgen, they are given chances. We saw that in our teaching in the book of Daniel. They are given chances. Aber es wird ihnen Chancen zur Umkehr gegeben. Das haben wir auch im Buch Daniel gesehen. Gott gibt Nationen Chancen. This is why churches need to speak up. Und genau deshalb müssen Gemeinden auch aufstehen und die Stimme erheben. And represent God in the land. Und Gott im Land repräsentieren. Not a system, God. Nicht ein System, sondern Gott. Gott repräsentieren. Halleluja. Halleluja. Somebody say something. Sag mal jemand was hier. Halleluja. Halleluja. Go down to verse 13. Geht mal runter in Vers 13. I have raised him up in righteousness. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit. I will direct all his ways. Und will all seine Wege ebnen. He shall build my city. Er wird meine Stadt bauen. He shall let go my captives. Und meine Weggeführten loslassen. Not for price nor reward, not for a bribe. Und zwar weder um Geld noch um Gaben. Do you know what that's talking about? Wisst ihr, über wen das hier spricht? Cyrus. Über Kyros. Now, here's what happened. Nun, hier kommt's, was geschehen ist. The city of Sardis, die Stadt Sardes, was enjoying its wealth, war im Genießen all des Wohlstands, enjoying its parties, die ganze Stadt genoss all ihre Feiern. Very, very similar to what happened in Babylon. Und zwar ziemlich ähnlich mit dem, was auch in Babylon war. Full of pride, voller look Stolz. At us. Nobody can attack us. Schaut uns an, keiner kann uns angreifen. Stop training the military. Hört auf, das Militär zu trainieren. After all, we trust our wall, we trust our wealth. Und schließlich und endlich können wir unseren Mauern vertrauen und unserem ganzen Wohlstand. And Cyrus came along. Und Kyros kam daher. He stopped. Er hielt an. And watched. Und hat beobachtet. For 2 weeks. 2 Wochen lang. There was a king. Und da war ein König. That was looking over the wall. Der über die Mauern schaute. And he dropped his helmet. Und der hat seinen Helm fallen lassen. And when he dropped his helmet. Und als er seinen Helm fallen ließ. He went to get it. Ging er, um ihn zu holen. You know how he went to get it? Und wisst ihr, wie er das machte? He went through one of the cracks. Er ging hin zu seinem Helm durch eine der Mauerrisse. And Cyrus and his army saw it. Und König Kyros und seine Armee haben das beobachtet. He was at the right place at the right time. Er war am richtigen Ort zur richtigen Zeit gegenwärtig. They knew that there was cracks in the wall. So wussten sie, dass es Risse in der Mauer gab. They knew it wasn't as strong as what it looked like or had the strength that it was built with. Sie wussten jetzt, dass diese Mauer eben nicht so stark war, wie sie ausschaute und nicht mehr so stark war, wie sie einst gewesen ist, als sie errichtet wurde. And Cyrus's army found these cracks. Und die Armeen Kyros haben diese Risse gefunden und bei Nacht sind sie dort eingedrungen und haben so die ganze Stadt überwältigt. Und als sie diese Stadt überwältigten, haben sie auch den Wohlstand übernommen. Und König Kyros hat diesen Wohlstand darin dazu hergenommen, um Jerusalem aufzurichten. To sow it into the Jewish people that they could go back and rebuild houses and their land. Er nahm diesen Wohlstand her, um es reinzusäen in das Volk Israels, damit sie zurückgehen konnten in ihr Heimatland und dort den Tempel und die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Isn't that amazing? Ist das nicht gewaltig? And then think about it. Und dann denkt mal drüber nach. The wealth of the wicked. Der Reichtum der Gottlosen is laid up. Ist aufbewahrt.
Come on, you know as well as I do. There's times that the world tries to take advantage. Kommt schon, ihr wisst doch genauso gut wie ich, dass es Zeiten gibt, wo die Welt einen Vorteil sich verschaffen will. But God, aber Gott, he sees everything. Er sieht alles. The word says in the book of James that there are treasures heaped up for the last days. Hallelujah. Gottes Wort sagt im Jakobusbrief, dass für die letzten Tage Schätze aufbewahrt sind. Halleluja. Da ist Wohlstand. Come on, Church. Komm schon, Gemeinde. Es gibt Wohlstand. I don't know how he's going to do it, but he's going to get it to us to get this end time move done. Ich weiß, dass es diesen Wohlstand gibt. Ich weiß nicht, wie er das alles zustande bringt. Aber ich weiß eins, dass er seine Wege hat, diesen Wohlstand in diese Werke der letzten Tage reinzubringen, dass wir vollenden, was er geplant hat. Halleluja. Halleluja. You know, these are the kind of reports that I'm hearing from people that are people of faith and people of word. Their finances are not going down, they're going up. Und deshalb ist es auch so, dass Berichte, die ich höre von Leuten, die voller Glauben sind und voll des Wortes sind, dass ihre Finanzen nicht einbrechen, sondern nach oben klettern. The devil tries to push the church down, it only comes up stronger. Der Teufel versucht, die Gemeinde zu stürzen und zu Boden zu treten. Die Gemeinde steht aber auf und wächst da drin noch. The devil tries to shut down the economy, the church prospers. Hallelujah. Der Teufel hat versucht, die Wirtschaft zu erliegen zu bringen und die Gemeinde wächst im Wohlstand. Halleluja. You take care of God's stuff, he's gonna take care of your stuff. Kümmer du dich um die Angelegenheiten Gottes und Gott wird sich um deine Angelegenheiten kümmern. Halleluja. Expect it. Erwartet das. You don't have to tell an ungodly person that, but you can expect. Du musst keiner ungöttlichen Person das sagen, aber ihr könntet es erwarten. The wealth of the wicked. Der Wohlstand der Gottlosen. Wouldn't it be awesome to see some of the wealth of these globalists come right into the church? Wäre es nicht gewaltig, einigen der Reichtümer der Globalisten zu beobachten, wie sie in die Gemeinde reinwandern? Come on. Kommt schon. God's got a way. Macht euch bereit. He's got a way. Gott hat seinen Weg. Pray for George Soros. Pray for him. Betet für George Soros. I wouldn't want to be in his shoes and die. Ich will nicht in seinen Schuhen stecken, falls er sterben sollte. 90 years old and playing with the things of God. 90 Jahre alt und mit den Sachen Gottes rumspielen. But God still loves him. Gott liebt ihn. He still loves some of the people that we've referred to at times. He loves these people. Er liebt trotzdem einigen. Die einige dieser Leute, auf die wir uns bezogen haben, er liebt sie. Und es bedeutet für euch nicht, dass ihr mit ihnen übereinstimmen sollt, sondern dass ihr für sie beten sollt. If it doesn't come way, one way, God's got another way. Wenn die Dinge nicht auf die eine oder auf die eine Weise kommen, hat Gott seine andere Art und Weise. How many of you ate a Kentucky Fried Chicken? Wie viele von euch essen und kennen Kentucky Fried Chicken? Do you know that man was a believer that invented that chicken? Wisst ihr, dass der Mann, der das Ganze erfunden hatte, ein Gläubiger war? And God gave him that idea during the depression? Und Gott es war, der ihm diese Idee dazu gegeben hat während der Zeit der großen Depression. There are several stories like that. Es gibt mehrere Geschichten dieser Art. Halleluja. Halleluja. Come on! Kommt schon! You're gonna make it! Ihr werdet es schaffen. Are you learning something today? Lernt ihr heute was? So that's what happened. Das ist also, was passierte. Sardis went on in sin. Sardis hielt fest an der Sünde. Very rich city full of gold. Eine ganz reiche Stadt voller Gold. They didn't repent as a city. They didn't change. Sie taten nicht Buße als Stadt im Gesamten. Sie haben sich and nicht along verändert. Came an anointed king by the name of Cyrus, who was anointed of God to finance the children of Israel, that they could go back and rebuild in their land. Wow! Und dann kam König Kyros, der gesalbt war vom Herrn,
um hinzukommen, um die Finanzen zu nehmen, um Israel und das Volk Gottes eben zu unterstützen, damit sie alles aufbauen wieder. Come Halleluja! On. Komm schon! God's got money to get his job done. Gott hat Geld, um seinen Auftrag auszuführen. Is that amazing? Ist das nicht erstaunlich? So all that wealth came into Cyrus. Also all dieser Wohlstand kam also in die Hände von König Kyros. It didn't come from a bribe. To pay people off. Ach so, das Geld kam nicht durch Bestechung. Came by the power of God, being at the right place at the right time. Das Geld kam durch die Kraft Gottes und indem man am richtigen Ort zur richtigen Zeit gegenwärtig war. To know what to do. Und um zu wissen, was wirklich zu tun ist. So there was a transfer of wealth. Also hier ist eine Verschiebung von Reichtümern vonstatten gegangen. What was being used for the kingdom of darkness was used for the kingdom of God. Was zu einer Zeit für das Königreich der Finsternis gebraucht wurde, ist versetzt worden, dass es für Gottes Reich gebraucht wird. Komm schon, Gemeinde. They built a big temple in Sardis. They built a big temple in Ephesus for this God. Sie bauten in Sardis und in Ephesus mitten in der Stadt einen gigantischen Tempel für diese eine Gottheit. The richest city in the world with the richest king in the world. Die reichste Stadt der Erde mit dem reichsten König der Welt. And it comes to Israel. Und all das fiel in die Hände Israels. Halleluja! It comes to the nation that was representing God in the earth. All das kam zu der Nation, die auf Erden Gott repräsentierte. Kommt schon, Gemeinde! He's heaped up treasures for the last days. Er selbst hat Schätze aufbewahrt für die letzten Tage. So I'm expecting more. Also erwarte ich mehr. More. Mehr. We're gonna have to have more. Wir müssen auch mehr tun. We're gonna do more. Wir werden mehr tun. Halleluja. Halleluja. We're gonna do more. Wir werden mehr tun. We're gonna reach more nations. Wir werden mehr Nationen erreichen. Oh, Halleluja. Halleluja. All right, let's go back to Revelation 3. Okay, lasst uns damit zurückgehen in das Buch der Offenbarung, Kapitel 3. Danke, Herr. The love of money. Die Liebe zum Geld is the root. Ist die Wurzel. It doesn't say having it. Es heißt nicht, Geld zu haben. But when you love it. Sondern wenn du das Geld liebst. When that becomes your God, wenn Geld dein Gott wird, wenn Geld zu deiner Quelle wird, and it's all wrapped around that. Wenn sich alles um Geld dreht, and that's what happened in the city. Und das ist es, was in dieser Stadt passierte. And they didn't maintain the important things. Und sie haben nicht die wirklich wichtigen Dinge bewahrt. Too busy partying to fix the wall. Sie waren zu geschäftig mit all dem Feiern und haben die Reparatur der Mauern vernachlässigt. Sie waren zu beschäftigt mit Feiern und haben nicht gearbeitet. Wir müssen nicht arbeiten, die Regierung wird sich schon um uns kümmern, wir können einfach feiern. See any of that today? Könnt ihr irgendwelche Parallelen zu heute erkennen? It's a big difference between the way young people think and old people think in the world right now. Es ist mittlerweile ein gigantischer Unterschied entstanden zwischen dem, wie ältere Generationen noch denken und die jüngeren Generationen, wie sie heutzutage ticken. Somebody's got to pay for it. Irgendjemand muss aber für all das bezahlen. And the government needs to wake up. Und die Regierung muss mal aufwachen. If the people don't work, they don't get paid. Wenn Menschen nicht arbeiten, werden sie auch nicht bezahlt. I told somebody that the other day. He said, "Hey, you got to understand, I'm paying you." Ich habe neulich mal genau das ins Gesicht gesagt. Du musst hier mal verstehen, dass ich dich bezahle. And I'm paying for this service. Und ich zahle auch für diesen Dienst. So I'm not working for you. You're working for me.
Also arbeite ich nicht für dich, sondern du arbeitest für mich. You understand? It's not a free thing here. Versteht ihr, das ist keine freie Sache hier. But that's what happened. Basically the city went to sleep and they got it all wrapped up in their social life and party and Facebook genau and all the stuff. Das ist es, was mit dieser Stadt Sardes damals passiert ist. Sie sind verstrickt worden in all ihr vergnügliches Leben und all diese sozialen Sachen, den Sozialismus und Facebook-Zeug und keine Ahnung, wie man das beschreiben würde heutzutage. Their entertainment. All ihre Unterhaltung. The men became weak. Männer, die schwach wurden. You understand? Versteht ihr? That was the city. Das war die Stadt. Now, look at what Jesus said. Schaut euch an, was Jesus sagte. So the city at one time it was alive, but then it filled itself with pride and darkness. Also die Stadt war einst voller Leben und ist dann aber in Stolz verfallen und hat sich wirklich mit Finsternis angefüllt. You with me? Seid ihr mit mir? Learning something today. Lernt ihr heute was? Well, let's go back to Revelations. Nun lasst uns zurückgehen in das Buch der Offenbarung. We need to watch out. Wir müssen wirklich aufpassen, that what's in the city doesn't get into the church. Dass das, was in der Stadt ist, nicht in die Gemeinde reinkommt. When it goes that way. Wenn es in diese Richtung abdriftet. What's in the church needs to get into the city. Es sollte andersrum sein, dass das, was in der Gemeinde ist, raus muss in die Stadt. We need to watch out that what's in the world doesn't get into the church, but what's in the church goes into the world. Wir müssen aufpassen, dass das, was in der Welt ist, nicht in die Gemeinde eindringt, sondern das, was in der Gemeinde ist, sollte rausdringen in die Welt. And it's not always popular. Und das ist nicht immer sehr beliebt in the world. In der Welt. It's not always popular. Es ist nicht immer beliebt. For the church to say this is right and this is wrong. Dass die Gemeinde aufsteht und sagt, was richtig und was falsch ist. But we have to stay with the word. Aber wir müssen mit Gottes Wort bleiben. And remember, God hates sin, but he loves people. Und erinnert euch daran, Gott hasst die Sünde, aber er liebt die Sünder, die Menschen. And you have to keep that separated. Und wir müssen das auch getrennt halten. If you don't, you'll put a wall there and you won't reach out to those that are involved in ungodly activity. Wenn man das nicht tut, dann baust du eine Mauer auf zwischen dir und sündigen Menschen und du wirst nie sie dort erreichen, wo sie in sündigen Aktivitäten eben verstrickt sind, damit sie sich ändern können. Amen. Amen. Look at this. Schaut euch das an. Vers 1. And unto the angel of the church in Sardis write. Und dem Engel der Gemeinde in Sardis schreibe. These things saith he that hath the seven spirits of God. Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes hat. And the seven stars, that's Jesus. He's the head. Und die sieben Sterne, das ist Jesus. Er ist das Haupt. I know your works. Ich kenne deine Werke. So he's talking about the report card for this church in Sardis. Und er spricht also hier über diesen Untersuchungsbericht über die Gemeinde in Sardes. Und schaut euch das an. That thou hast a name. Er sagt, du hast den Namen. This church had a good name. Diese Gemeinde hatte einen guten Namen. This church started in a good way. Diese Gemeinde startete auf gute Art und Weise. This church, like all these other churches, they started with the move of God. Christians came to town and shook up the city, and people got saved. Diese Gemeinde hat gestartet, so wie auch all die anderen, mit einer gewaltigen Bewegung Gottes, wo Christen in die Stadt kamen und sie die Stadt erschütterten und Menschen zur Errettung fanden. You got a name. Du hast einen Namen. You've established a name. When people talk about the Church of Sardis, they know who you are. Sie haben sich einen guten Namen erworben und wenn Menschen über die Gemeinde in Sardis sprachen, wussten sie, wer
davon, wer dabei gemeint war. Halleluja! Halleluja! You got a name. Du hast einen Namen. You made a name out there. People know who you are. They know about the Church of Sardis. Du hast dir einen Namen erworben. Die Leute da draußen kannten die Gemeinde in Sardis. Sie kannten euch. When things are going on in a church, people talk about it. Wenn Dinge los sind in einer Gemeinde, spricht das Volk darüber. Halleluja! Halleluja! Things were great. Dinge waren großartig. This was a going forward church. This was a move of God church. This was a city shaking church. Das war eine Gemeinde, die wirklich gewaltig vorwärts ging in der Bewegung Gottes. Es war eine erschütternde Gemeinde, die das Volk erschütterte. He said that thou livest. Und er sagt, dass du lebst. This word live. Dieses Wort hier, dass du lebst, in the Greek, im Griechischen, it means to be full of power. Bedeutet voller Kraft sein. It means to be full of life. Bedeutet voller Leben sein. It means to be determined. Bedeutet wirklich fest entschlossen gewesen sein. Full of vitality. Of life. It was ongoing. Ach so, it was moving. Vitality. Things were happening. Voller Vitalität, voller Lebendigkeit. Dinge waren in Bewegung. Es passierte viel. So Jesus, he reminds them of their foundation. Jesus erinnert sie also an ihr Fundament. He reminds them of what they had when they started. Er erinnert sie daran, was sie hatten, als sie starteten. But he said, now you're dead. Aber er sagte, jetzt seid ihr tot. Anybody ever heard the term dead church? Hat jemand von euch schon mal diese Redewendung oder Aussage gehört, tote Gemeinde? Anybody ever heard that term before? Hat das von euch schon mal jemand gehört? It's a dead church. Das ist eine tote Gemeinde. This church is supposed to have God in it. Wo Gott eigentlich in einer Gemeinde sein sollte, with his word, durch sein Wort, with the power of the Holy Spirit, durch die Kraft seines Heiligen Geistes, people go there for answers, wo Menschen dorthin kommen, um Antworten zu empfangen, with nothing. Und sie kommen wieder raus mit gar nichts. It's a system. Nur ein totes System. But it didn't start that way. Aber so hat es nicht angefangen gehabt. It didn't start that way. Es hat nicht auf diese Weise Think begonnen. About the different church names that you know of and their foundation. Denkt mal über verschiedene Gemeinden nach, die ihr vielleicht kennt und aus welchem Fundament sie hergekommen sind. Even Constantinople was a believer. Selbst in Konstantinopel, da war ein Gläubiger. Konstantin. Nämlich Konstantin. In Constantinople. Genau. Even Constantine was a believer. Weil Konstantin ein Glaubender war. He came along, he got rid of all the idols. Er kam daher und hat all die Götzen abgeschafft. But then the church came along and started worshiping the people. Und dann kam aber die Kirche daher und das Volk hat angefangen, die Leute anzubeten. You go back to the foundation, what was right and where did it get off? Man geht zurück auf das Fundament, erkennt, wo es richtig war und erkennt dann auch, wo es abgedriftet ist vom richtigen Weg. Now look what it says. Und schaut euch das an, was es hier heißt. You were alive. Du hast den Namen gehabt, dass du lebtest. And your name came because you were alive. Und dein Name hast du dir erworben, weil du am Leben warst, weil du lebendig warst. But he said, now you're dead. Und er sagte, aber jetzt bist du tot. I went to the Methodist Church. That's what I grew up in. It started with the move of God through John Wesley. Ich bin aus der Methodistenkirche her. Da bin ich groß geworden. Und es hat mit John Wesley in einer gigantischen Bewegung Gottes ihren Anfang gehabt. There was a great foundation. Da war ein gewaltiges Fundament Martin am Anfang. Martin Luther, thank God for what he did. Und Martin Luther, dank sei Gott für das, was er getan hat. You understand? Versteht ihr? God was doing something through these people. Gott hat durch all diese Leute wirklich was bewegt. Think about it. All seven of these churches at one time were thriving churches in Turkey today. Denkt mal drüber nach. All diese sieben hier erwähnten Gemeinden waren ursprünglich mal wirklich aufstrebende, einflussreiche, blühende, lebendige Gemeinden in der Türkei.
And today it's been filled with Islam. Und heute ist das ganze Land mit dem Islam erfüllt. What happened? Was ist passiert? It's important that we realize a church can go dead. Es ist wichtig, dass wir das mal zur Kenntnis nehmen, dass eine Gemeinde absterben kann. A move of God can go dead. Eine Bewegung Gottes kann zum Erliegen kommen und sterben. And many times money comes in the way or pride comes in the way. Und oftmals ist Geld im Hintergrund die Ursache oder Stolz. It all becomes about money. Wo sich alles nur noch um Geld dreht. Or pride. Oder Stolz. It becomes inward. Wo es ins Innere eindringt. Only thinking about itself. Wo man nur noch an sich selbst denkt. That's what happened in this city. Das ist es, was mit der Stadt passierte. They didn't even recognize what was going on with the foundation. Sie drehten sich so arg um sich selbst die ganze Zeit, dass sie nicht mal mehr erkannten, was im Fundament los war. Can you see this? Könnt ihr das sehen? It's the same way individually. Und genauso ist es auch auf einzelne Leute zu beziehen. Sometimes you gotta go back. Manchmal muss man zurückgehen. You go back. Geh zurück. You lose the fire. You go back where you left the fire off and you pick that thing up and go forward. Wenn du dein Feuer verloren hast, dann geh zurück an diese Stelle, wo du es verloren hast und ergreifst dir wieder und geh vorwärts mit Feuer. Sag mal jemand Halleluja. Was hier. Halleluja. What about those days when you were out there telling everybody about Jesus? Wie schaut's denn aus mit diesen Tagen, wo du einst unterwegs warst und jedem da draußen von Jesus erzählt hast? Sometimes you gotta stir yourself up to what's important. Manchmal musst du dich wirklich mal selber wieder aufrühren bezüglich diesen Dingen, die wirklich zählen und wichtig sind. Next verse. Nächster Vers. Be watchful. Jesus said, pay attention. Und Jesus sagt, passt auf, gebt Obacht, werde wach. There was still a chance here. Hier gab es immer noch eine Chance. And strengthen und stärke the things which remain. Das Übrige. They're going to have to go back and look what is of God and what is not. Where did we get off? Sie mussten zurückgehen auf diese Momente und Punkte, wo sie erkannten, was von Gott war und was nicht von Gott war und wo sie vom Weg abgekommen sind. Geh du selbst zurück auf das, was von Gott gebaut war und bau darauf weiter. Halleluja. Have you learned something today? Habt ihr heute was gelernt? Well, we're gonna continue on Wednesday night. Wir werden am Mittwochabend hier weitermachen. And I'm gonna talk about some signs, und ich werde über ein paar Zeichen sprechen, that a church is in trouble, dass die Gemeinde wirklich in Schwierigkeiten steckt and what we can look at, und auf was wir schauen können and what helps us, und was uns hilft, to avoid death, Tod zu vermeiden and to stay alive, und am Leben zu bleiben, lebendig zu bleiben. This is why people pray for revival many times. Und das ist oftmals der Grund, warum Leute für Erweckung beten. Because they know things need to get stirred up again. Weil sie wissen, dass es nötig ist, dass Dinge wieder mal kräftig aufgemischt werden. This is why God sends revival many times. Und deshalb sendet Gott auch oftmals Erweckungen. To bring things back in the right way that the whole thing can go forward. Um Dinge wieder zurück in die richtige Art und Weise zu bringen, dass sein Ganzes wirklich vorwärts gehen kann. Halleluja. 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 You see what happened in the church is the same thing that happened in the city. Seht ihr, was in der Gemeinde passiert ist, ist dasselbe gewesen, was in der Stadt auch los war. There was cracks in the church. Es gab Risse in der Gemeinde. And they weren't paying attention. Denen sie keine Aufmerksamkeit schenkten. There was cracks that got into the foundation. Es waren Risse, die bis ins Fundament reinreichten. Und sie haben das nicht beachtet. Und deshalb sagte Jesus, wacht auf. Und die Pastoren sollten den Zustand der Herde wirklich untersuchen und im Auge behalten. Wie steht's um uns? Wie steht's um uns als Gemeinde? Darauf müssen wir schauen. So wie Jesus es anschaut. Amen. Amen. You learned something today. Habt ihr heute was gelernt? Wow.
Father, we thank you today. Vater, wir danken dir heute. Again for your wonderful word. Wiedermals für dein wunderbares Wort. Oh Jesus. Oh Jesus. You value your church. Du wertschätzt deine Gemeinde. You value the universal church. Du wertschätzt die allgemeine Gemeinde. You value the local church. Du wertschätzt die Ortsgemeinde. And Father, I pray. Und Vater, ich bete. Lord, even for each one of us as individuals. Ja, auch für jeden einzelnen von uns als Individuum. If we've allowed any cracks to come in our walls, wo wir es zugelassen haben, dass Risse in unsere Mauern kamen, that you show us, Lord, dass du es uns zeigst, Herr, and that we can get rid of those things, und dass wir diese Dinge loswerden, and we can strengthen up what is of you in our lives, und dass wir neu zur Stärke bringen, was von dir ist in unserem Leben. And I pray that for our church. Und das bete ich für unsere Gemeinde. And I pray that for other churches. Und das bete ich auch für andere Gemeinden, for other pastors, für andere Pastoren, für andere Versammlungen. We can all have strong, living, powerful churches. Dass wir alle gemeinsam kraftvolle, lebendige, starke Gemeinden haben. And be a voice. Und dass wir eine Stimme sind in our cities, in unseren Städten, and in our nations, und in unseren Nationen. This is what we pray. Das ist es, was wir beten. Halleluja. 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 Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you, Father. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Thank you for revival. Wir danken dir für Erweckung. Lord, send revival where revival needs to take place. Herr, schicke Erweckung, wo es nötig ist. Send revival, Lord. Schicke Erweckung, Herr. Every place, Lord. An jeden Ort. People, they want to go forward. Wo Menschen sind, die vorwärts gehen wollen. And represent you. Und dich repräsentieren. And shine your light. Und dein Licht strahlen lassen. Fully empowered by your word and the power of the Holy Spirit. Und bevollmächtigt und gestärkt durch dein Wort und deinen Heiligen Geist. Oh, this is what we pray. Das ist es, was wir beten. This is what we pray. Das ist es, was wir beten. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.